Hallo und herzlich willkommen zurück zu Los Domestos, Popestos, Forestos, hier gerade in der Höhle mit dem Mann und der fetten Sackfalte. Ja, hier haben wir's, genau, wir sind und hier mal fake. Ich kennengelernt in der letzten Folge. Ja, haben wir ausführlich unter der Lupe. Der hat aber auch steife Nippel. Haben wir der hat richtig analysiert. Steif, guck mal, der hat richtig steife Nippel hier oben. Da kannst du, ich weiß nicht genau, wo die herkommen. Vielleicht hat sie mir auch ein bisschen... Ansatz zur Männerbrust, ne? Ein bisschen? Also so ein bisschen Bubi ist dabei auf jeden Fall. Und hier die leichte Speckfalte, aber gut. Das ist doch geil, ey. In der Position. Aber guck mal, das muss so mies sein, unter dem Arm so aufgeschnitten. Das ist gut. Ah, der ist aber auch durchgespießt worden, der Bursche. Sag mal, ganz kurz, guck mal, hier hinten geht's auch noch weiter. Hä? Guck mal hier. Es gibt viele Möglichkeiten hier noch, wie wir Wege lang gehen können. Wo bin ich denn hier? Und endlich, zum Glück wieder, weil wir haben uns ja schon in dieser Höhle ziemlich verirrt. Bist du hochgehoppelt? Ja, ich bin... Komm, wir sind hier? Nee, hä? Komm, wir sind hier? Einmal mal gucken gerade. Wir sollten eh mal die Karte wieder öffnen, damit man sich ja ein kann. Das hier ist der Weg nach unten Wir sind einfach jetzt hinter dem Wasserbassin. Ja, das ist der Weg nach unten. Okay, hier ist... Also ich gucke jetzt auch mal die Nischen so ein bisschen ab, ne? Also nur... Nein. Nee, aber hier waren wir doch noch gar nicht, oder? Doch. Hier? Oder? Nee, hier unten. Wann denn? Wir sind doch das erste Mal gerade bei Jesus gewesen. Ja, bei Jesus waren wir zum ersten Mal. Ja, und hier geht's... Guck mal, hier ist wieder eine Verbindung, glaube ich. Hier? Guck mal. Hä? Warte mal. Nee, wir gehen jetzt, glaube ich, gerade richtig falsch. Ja, aber ich würde... Aber lass mal zumindest kurz gucken, wo das Ding hingeht, oder? Zurück. Ja, ich gehe sofort zurück. Ich will nur ganz kurz wissen, wo das Ding jetzt hingeht, wo wir jetzt landen. Denk dran, die Map ist natürlich auch 2D, die ist nicht 3D, das heißt, wir können jetzt auch eine Etage tiefer sein, als da eingezeichnet ist. Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Wäre auch hart asozial. Nee. Das ist nicht so. Mit ein bisschen Glück finden wir immer noch was. Das wäre richtig. Was ist das hier? Alter, hier ist ein Schatz. Nee, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Hier ist eine Truhe mit Geld. Ja, das heißt ja nichts. Wir sind zwei Kapitäne. Ja, guck's dir mal an. Also ein Koffer mit Geld ist hier. Ein richtig fetter Koffer mit Geld. Zweimal Medizin kann ich leider nicht tragen. Oh, hier kann ich was essen. Komm ich mal rum. Hier ist eine Flugzeug. Hä, dann kann man da echt unter... Hä? Aber die haben das doch in der Karte schon eingezeigt. Ja, aber vielleicht... Sag mal, das ist doch... Haben wir da einfach was übersehen wieder? Nee, eigentlich nicht. In der Karte ist schon eingezeichnet, aber vielleicht sind wir jetzt da drunter gelandet oder so. Das Katana! Hier ist das Katana, nee. Alter! Bei dem Typen, Alter, hier! Alter, sein Glück. Boah, zum Glück bist du da lang gelatscht, ey. Alter, was ist denn hier los? Der Koffer mit Geld ist auch interessant. Ja, voll geil. Ich hab da extra nichts rausgenommen, damit du es noch sehen kannst. Jetzt nehme ich alles raus. Mir egal. Typische YouTuber-Reaktion. Okay. Krass, wir haben das Katana. Das Katana haben wir. Soll super schwer, soll super schnell sein, aber nicht so viel Schaden machen. Ich muss zugeben, ich finde die Bergsteigerausrüstung ist jetzt am geilsten. Dann geht's hier aber auch noch drauf. Und die Frage ist natürlich, wo, was haben wir jetzt eigentlich, was haben wir jetzt erforscht und was noch nicht? Boah, der sieht so crazy aus, der Bursche. Den haben sie einfach versetzt, ne? Der hing doch vorher im Wald. Ja, der war vorhin vor der Höhle da irgendwo, ne? Ja, das sieht echt cool aus. Okay, das hier ist auf jeden Fall nur eine Art kleine Höhle. Mehr ist das nicht. Also es gibt ja keine Gänge raus oder so. Das heißt, aber wir haben das Katana, Mann. Geil. Das wollte man ja eh sammeln eigentlich. Und Medizin gibt's hier, Uhren gibt's hier auch. Ohne Ende. Aber keine Snacks, oder? Nee, leider nicht. Bisschen Boost. Okay, habe ich voll. Okay, ich habe mir gerade mal einen Überblick. Schon komisch, dass wir diesen Gang entdeckt hatten bereits. Ja, aber ich glaube, das war eine andere Etage, oder? Ich bin mir nicht sicher. Da hinten geht's auch noch lang. Ja, hier hinten, guck mal, hier hinten geht's noch lang. Hier war noch nicht. Ich guck mal gerade hier noch in die Kisten, weil ich könnte vielleicht noch ein paar Sachen gebrauchen. Hier ist was zu essen sogar gewesen gerade. Komm mal her. Wenn du was trinken willst, mein Lieber. Oh, das sieht auch lecker aus hier. Also hier gibt's leckere Getränke, freie Haus, Bar hat geöffnet. Komm mal. Oh, das wäre mal schön, ne? So eine Bar, was meinst du, wenn du so jahrelang auf einer Insel verbringst, wirst du wie menschenparanoid du wirst. Ja, und hier ist noch eine Taschenlampe, wenn du willst. Also wir haben noch eine Taschenlampe jetzt. Vielleicht ist die größer oder besser oder toller? Nö, aber vielleicht gibt es eine Batterie, die man rausnimmt. Ich habe keine Ahnung. Komm, ich trinke mal eben ganz kurz ein Schlückchen. Wo ist denn das Trinken? Hier, liegt hier überall rum. Also in diese Kisten. Sag mal, siehst du meinen Namen eigentlich, wenn ich sneake? Nee. Aha, guck mal. Wie geil ist das denn? Wenn ich stehe, siehst du den Namen. Sneak mal. Mega, okay. Cool, gut zu wissen. Ja, gut zu wissen, ne? So. Mhm.
Hier ist sonst aber gar nichts. Das ist jetzt nur diese eine Nische. Okay, das war's. Das war wirklich das. Cool, dass wir die Höhle gefunden haben. Irgendeine Kreatur ist hier. Ja, ja, ich höre es, aber die ist nicht hier in dieser Höhle. Also diese Höhle, ich bin ja schon abgelatscht, hier ist ja nichts mehr. Huch. Hier ist wirklich ja nichts mehr. Scheint ein Dicker zu sein. Ja, aber der ist entweder über uns oder unter uns. Vielleicht da, wo wir schon aufgedeckt haben. Hatten. Das war auch damals schon Gegrölle, erinnerst du dich? Gegrölle? Ja, oder Gegrollen. Ein Grollen. Ja, ich hör das jetzt immer noch. Ja, so, cool. Gut. Da können wir fast einfach mal zum Spaß ein bisschen Medizin essen. Weißt du was? Ich habe jetzt eine Medizin genommen, einfach just for fun, weil hier so viele rumliegen. Kann ich mich wieder healen von dem, was wir mit Kälte verloren haben. Und habe jetzt einfach eine neue genommen. Kann ich einfach mal so eine nehmen, genau. Vielleicht sorgt man ja auch ein bisschen vor. Genau, ich habe jetzt auch ein Getränk getrunken. Antibiotika jeden Tag rein. Ist doch egal. Seitdem ich dieses Billig-Chicken esse, bin ich immer gesund. Warte mal. Warte mal, hier geht's... Es gibt doch noch einen anderen Ausgang, ne? Ach, guck mal, nee. Ist das der, durch den wir gekommen sind? Und da hinten geht noch ein anderer Gang weiter, ne? Hier so? Wo bist du? Warte mal. Hier geht's auch noch mal weiter. Du bist am Sneaken, deswegen... Ach so, nee, hä? Ich weiß nicht, wo du lang bist. Ach so, ach, jetzt bin ich schon wieder bei der Taschenlampe. Alles klar. Hier geht auch noch ein Gang weiter. Wo bist du denn? Ich bin auf dem Weg zurück daher, wo wir gekommen sind. Ja, ich komm. So, Schnikolade. Also mega geil, wir haben das Katana. Da haben wir fast alle Punkte abgehakt. Eigentlich fehlt nur noch die Knarre. Und die brauchen wir ja nicht unbedingt, aber die haben wir. Die könnten wir holen, theoretisch. Aber da müssen wir jetzt wirklich die ganze Karte abreißen, überall die Löcher hochsprengen. Erstmal alle Löcher suchen, hochsprengen. Und das ist es mir nicht wert, ehrlich gesagt. Nee, ist es auch nicht. Dafür rasieren wir die viel zu schnell weg, die Viecher. Nimm den Mund nicht zu voll, aber ja. Ja, also wenn da noch eine Herausforderung ist, ich bin gerne bereit, sie anzunehmen. Und ich freue mich. Letzte Folge. Das Ende der letzten Folge war cool. Ja, das war mega. Also wirklich. Sonst auf Muschi Klaus immer so auf Galoppelheinz auch immer so viel Abstand. Und das, ja. So, ja, hier läuft. Warte mal, was ist das hier? Guck mal, können wir auch rüber. Achso, hier geht's runter. Okay, das war der andere Weg. Genau, das war der andere Weg. Super, Alter. Da freue ich mich immer. Wenn da ein neuer Weg geöffnet wird, da hat man ein richtiges Glücksgefühl, ne? Bis auch runterrutschen. Ja. Und ein bisschen Unsicherheit. Glücksgefühl und ein bisschen Unsicherheit. Mhm, ja, das kommt auch ein bisschen. So 20%. Genau. So, viele Klamotten hier, keine Snacks, finde ich nicht so gut. Aber ja, Snacks habe ich auch noch nach einem. Und ich habe auch noch. Es geht nur hoch. Was ist das denn? Dass man nicht einfach die Lampe von diesem Unterwassergerät anmachen kann. Ja, das nervt mich auch. Das ging am Anfang, als das Gerät neu war, da war die Lampe immer an, wenn das Ding anhat. Das war so geil, nachts bist du durch den Wald gelaufen, hast einfach alles gesehen. Das war ein Traum. Drück mal Shift, wenn du nach oben kletterst auch. Ja, wollte ich nicht wegen Ausdauer, weil die dann echt runtergeht. Nee, nicht die, nur die teilweise, oder? Ich weiß es nicht. Nicht die gesamte. Komm, ich überhole dich gerade. Nee, jetzt nicht mehr. Ich hab jetzt Speed dazugegeben. Kopfrennen im wahrsten Sinne des Wortes. Das Ding ist, wir kommen hier wieder ganz nach draußen. Was ist denn die Scheiße? Wie viele Ausgänge hat denn das Ding? Verflucht! Was machst du? Ich würde mal gerne das Katana jetzt ausprobieren. Und wegen Grillen, vielleicht ein bisschen Menschen. Oh. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du lauter langläufst. Da hab ich den Wind an meiner Nasenspitze gespürt. Okay, was ist denn das da hinten? Wie ätzend. Was leuchtet was denn da hinten? Denn? Ach, das ist die Flugzeugnase da hinten, guck mal. Ah ja. Meinst du, wir sollten uns weit vor... Besuch. Wo? Ah, da hinten, hinter dir. Okay, Katana. Ja. Der ist irgendwie runtergesprungen. Die Lampe will ich haben wieder. Ist doch super. Hör, wo ist der? Aua. Machen wir ja duale Vermöbelung oder was? Ich weiß noch nicht, was da los ist. So, der ist down. Boah, okay, ich brauch leider ein bisschen Ausdauer. Die hat mich leider gerade doof erwischt. Ich habe die einfach zuerst nicht gesehen, da habe ich ein bisschen panisch reagiert, komischerweise. Wo ist sie hin? Ich häcksel den mal platt gerade für was zu essen. Okay. Wo ist die Alte denn?
Ich wollte ja auch was zu beitragen, kulinarisch, aber nö. Okay, kleines Lagerfeuer bauen. Oh, oh, da kommt jemand. Kam hier jemand. Oh, Feuer ist gebaut und absolut. La 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 la. Noch mal ins Nektar reingehüpft. So. Ohne Beine kann es nicht fliegen. Ich glaube, wir kommen noch mehr. Aber wir essen jetzt einfach ein bisschen Menschenfleisch. Wir haben ja lange nichts gegessen. Komm, heute wird mal wieder so. Mensch gegrillt. Das ist völlig okay. Frisch mit dem Katana zerhäckselt. Ja. Das nehmen wir denn ist, da? Das ist mein Motto. Ah, ich sehe, du hast auch wieder die kulinarischen Beine aufgemöbelt. Und so, den lege ich jetzt mal so drauf. Komplett. Mal gucken, was da passiert. Ja, das wollte ich mit ihr auch machen. Ich wollte von ihr die Beine essen und den Rest anziehen. Ich finde sie sehr anziehend, einfach als Person auch. Hast du draufgeschmissen? Ah, ja, super. Ich werf die beide gerade drauf. Sehr gut. Aber ich kann die gerade nicht nehmen. Die wird auch weiter gegrillt. Okay, ein Fuß ist fertig, wenn du möchtest. Ja, gönn dir. Obwohl, nee, ich esse mal gerade. Ich bin nämlich kurz vor tot. Achso, okay. Joa, der sättigt dich gut. Der sättigt dich gut. Okay. Also ist ganz lecker gewesen. Lecker. Ach, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Knochen da rausgerückt. Weil sonst fressen wir doch einfach immer die Beine. Auf jeden Fall kommen noch ein paar Knochen angelaufen. Boah, die sind stärker. Das sind diese stärkeren Kannibalen. Das ist der Kreuzhaufen. Boah, mit der hinten vorne ist Sandwich-Strategie. Das ist gemein. Wo ist denn der? Achso, da. Zeig den Zuschauern nochmal dein Katana, Alter. Ja, 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 die kennen das schon. Wir hatten das schon mal. Ja, aber ist ja egal. Ist ja jetzt wieder da so. Und so. Na, guck mal, das sind viele Knochen. Ja, da kommen noch mehr. Warte, noch mehr Knochen. Guck mal, deine Kumpels auf dem Grill. Guck mal, da ist deine Taschenlampe. Ich hab die immer noch nicht. Da kommen noch drei andere. Hau ab. Walle, hau ab. Wow. Das war aber ganz geil. Warte mal gerade, ich hab eine Idee. Ja? Was tust du? Oh, von hinten. Stark, ja, hab's grad gesehen. Alter, das sind mehrere. Bams, ihr Wichser. Oh, geil. Ja, geile Idee mit dem Dingens, mit dem Molly. Bei so vielen Feinden tragen wir direkt mehrere. Boah, ich habe aber keine Knochen mehr. Sandwich! Vorsicht, hinter dir! Wow! Die sind überall! Boah, das ist gefährlich, Alter. Was wir gerade machen, ist nicht gefährlich. Ist das ja, die Prügel ist ein bisschen runter. Ja. Ich habe keine Rüstung mehr. Hä, ich habe keine Mod. Doch, ich habe zwei Modis noch. Ich habe keine mehr. So, warte. Du Wichser, ja. So, den schnapp ich mir jetzt. So, der ist gesnickt. Vorsicht! Der ist auch gesnickt. Der hätte mal die Tor geben sollen. So. Warte, da oben ist noch eine. Irgendwo ist hier noch eine. Das ist noch mindestens zwei. Ich hol. Komm. Ich komme. Ich will ihn von hinten servieren. So, warte, ich hol mal unsere Kameraden hier und dann machen wir ganz kurz wieder ein paar Filets. Was war aber Alter, gefährlich gerade. Ja, war es auch. Ich habe auch ein bisschen Rüstung verloren, ich bin fast auf die Hälfte runter. Ich habe gar keine Rüstung mehr. Alles klar, dann mach dir erstmal neue. Also gönn dir alle Knochen, die du findest. Okay. Vorsicht! Dann mach ich mal. Dankeschön. Ja, war da gerade noch eine? Habe ich da gerade noch eine gehört, oder? War die jetzt, die ich ins Feuer geschmissen habe, dass sie noch geschrien hat? Kann sein. Wäre natürlich auch, das wäre natürlich auch noch so ein mieser Plot-Twist, wenn sie das einbauen würden, dass die Leute noch halb bewusstlos da ins Feuer schmeißt. Mach sie richtig sympathisch so. Alter. Oh, so. Inquisition, ey. So. Okay. Ah. Gut. Schön. Hier kommen Knochen, hier sind Knochen rausgesegelt, kannst du alle mal nehmen. Und wenn die Rüstung so halb voll ist, kannst du mal Bescheid sagen, dann würde ich mir auch noch ein paar Knochen gönnen. Ja, ich sag dir, wenn die voll ist. Warte. Nee, klar. Mach dir ruhig auch mal weiter. Ja nicht warte, so warte gleich. Ich glaube, ich habe noch jemanden gehört. Die Rüstung hat uns gut den Arsch gerettet. Ich habe auch den Röpsen gehört. Da war wir. Da ist er. Warte. Und noch essen zwei. Okay, komm. Damit hat er nicht gerechnet, das steht sie. Ah. So, der ist down hier.
Der hat viel zu viel Vertrag und hat mir die Rüstung fast runtergekloppt. Das kann doch nicht sein. In letzter Zeit fallen die auch nicht mehr gleich um, sondern die taumeln dann kurz und haben dann wieder volle Energie, habe ich das Gefühl. Sollen wir den mal bei nochmal wieder? Ich habe nämlich schon wieder Hunger. Ja, aber mir geht's. Der ist irgendwie nicht ins Lagerfeuer gedroppt worden. Ja. Ja, werfen wir mal rein hier. Hallo. Hallo. Kriege ich den? Jetzt habe ich ihn. Ja, einmal ein Bein abhacken. Achso. So, ich habe auch mal einen Knochen gewöhnt, gerade jetzt bin ich auch fast runter. Ja, ich habe zwei. Achso. Aber ich kann nur einen anziehen. Und ich habe noch vier Knochen im Petto. Brauchst du welche? Ja, warte. Ja, ich habe jetzt einen angezogen. Also ich würde mir jetzt auch ein paar nehmen, wenn es geht. Ja, nimm dir einfach, klar. Nein. Das geht so weit. Also der gerade eben hat mich echt runtergekillt, also gut getroffen auch zwischendurch. Und das Problem ist bei mir, ich weiß nicht, was bei dir auch ist, bei mir taumeln die manchmal, wenn sie einfach umfallen sollten und kämpfen einfach wieder ganz von vorne weiter. Ja, genau, das ist das Problem. Und manche liegen die und dann stehen die auf einmal direkt wieder. Ja, genau. Das ist irgendwie, ja, nicht so geil. Nee, finde ich auch nicht. Guck mal, da sind ganz viele, nimm die alle. Aber ich nehme ja zwei Stück, okay? Ja, klar. Mehr brauche ich nicht. Wir haben schon wieder eine Rüstung voll. Zack. So, ist deine Rüstung wieder voll? Fast auf der Hälfte. Wow, da steht einfach einer! Sandwich. Oh nein, ich hab einen Knochen. Das greife ich mit dem Knochen an. Fusion! Oh, da kommt noch einer, Oh nein, es ist ein Feuermann! Oh, warte. Fuck. Der hat die angezündet. Das ist eine Feuerlady. Aber die brennt jetzt selber, die Schlampe. Weiter auf den Heini, muss da hin. Nicht mehr. Ich versuch. Alter, es sind drei. Oh, der ist ein Stark. Es sind vier. Wir müssen abhauen. Das ist zu gefährlich, Diego. Ehrlich jetzt. Komm. Zum Lagerfeuer. Lass die mal das Feuer rennen, wenigstens. Ah, der Feuer ist aus. Fuck. Vorsicht. Oh, geht dir noch einen mit? Keine Rüstung mehr. Rüstung ist frei. Scheiße. Fuck. Hälfte Leben. Kann er die 10 fressen? Komm, ich geh auf den Treffer. Stirb endlich, du Bastard, Mann. Bis dahin. Okay. Die hau ich mir. Ja. Weil da, sie blutet schon in Strömen und steht immer noch. Ja, und dann eben gerade war es bei mir auch down und ist ja das wieder aufgestanden. Das ist ein bisschen ätzend tatsächlich. Alter, das war gefährlich gerade. Ich habe keine Rüstung mehr, Hälfte Leben. Alles klar, okay. Aber wir haben wieder ein paar Knochen. Ja, toll. Genauso viele, wie ich verloren habe oder so. Naja, hilft ja nichts. Manchmal, wenn die dich einmal so kriegen, dann verlierst du so viele. Dann ballern die gleich dreimal drauf halt. Ja, genau, dann. Aber das war auch ein harter Kampf. Scheiße. Wir machen das die ganze Zeit nur, um Knochen zu kriegen. Das ist so ein Circle of Life hier die ganze Zeit, weißt du? Und wie viel von denen haben wir eigentlich schon dezimiert? Ich muss dringend was essen. Okay, jetzt muss ich einen Snack essen. Mein letzter. Ich könnte uns vielleicht ein paar Karnickel jagen. Mit dem Bow, warte mal. Einen Bogen habe ich auch. Könnte ich auch mal equipen. Ja, wäre vielleicht mal nicht schlecht. Ja, ich guck mal, bleib mal beim Feuer und nimm dir mal Knochen und so. Ich bin auf der Hälfte genau mit der Rüstung. Also wenn du da irgendwie in den Bereich kommst, dann ein paar Knochen würde ich nehmen, aber ich muss halt gar nichts mehr. Selber Trauerspiel. Nimm dir erstmal alles. Kaninchen, die dann in Richtung hoppeln, dann sofort schnell weg. Kenn ich auch. Habe ich eigentlich immer, weil ich immer irgendwie zu faul bin, den Bogen für die zu nehmen. Ja. Wenn du den Bogen nimmst hier im Gras, ist halt schwierig, weil da siehst du nicht richtig. Weil nicht früher haben wir ja See, der ist inzwischen weg, leider. Oh. Was? Ernsthaft? Kleiner Lag und der Lurch ist plötzlich weg. So, jetzt ist er tot. Reicht das? So, warte mal, einen Lurch habe ich. Ein Knochen fehlt, genau. Also ich habe jetzt drei Blobs und so einen Knochen fehlt mir noch bis zum vierten, aber easy. Lass auf jeden Fall weiterziehen, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn so. Okay, ja, warte ganz kurz. Ich jag nochmal ganz kurz ein bisschen Fleisch, dass wir zumindest ein bisschen zu Kräften kommen und dann bloß weg. So eine Scheiße und diese verquickte Höhle. Ja, vor allem habe ich gar keine Snacks. Wir sind die Könige der Welt. Ich müsste erstmal was zu essen organisieren. Ah, hier ist der See. Warte mal. Ich guck mal kurz, ob hier vielleicht Fische sind. Wenn hier Fische noch drin. Ja, hier sind Fische. Ich komme gleich wieder.
Bin gleich da, mit ein paar Fischen am Start. Soll ich komme zu dir einfach, oder? Nee, bleib auf jeden Fall da, sonst findet man den Eingang nicht mehr. Okay. Also Fische kriege ich noch alleine hin, gerade so. Waren auch nur zwei in diesem Tümpel, oder was? Hier drei. Da sind noch ein paar. Na. Ach, diese Ruhe. Schade, verfehlt. So, die Fische kriege ich leider nicht mehr. So, ich komme zurück. Oh, cool. Ein Lurch. Und da hab ich, was denn? Wie geil ist das denn? Man kann... Warte mal. Was denn? Oben gegen eine Wand schießen und der flitscht dann so hoch. Das ist ja lustig. Das sieht man die Alpha-Boy. Wenn du mit dem Bogen schießt, dann fliegt der einfach so nach rechts, statt geradeaus. Aha. Oh, Besuch. Wo denn? Oh, hier springe ich lieber nicht runter. Ich komme gleich. Ich weiß nicht, ob der jetzt hinterherkommt, keine Ahnung. Hatte keinen Bock, schon wieder zu kämpfen. Feuer ist weg, oder was? Kann sein, dass es abgebaut ist, ja. Das war aber genau da, wo du stehst. Da ist er. Ja, scheiß auf den, komm. Achso, ich habe jetzt den Speer aktiviert. Ja, okay, ich wollte noch ganz was zu essen machen. Genau, machen wir noch was zu essen und dann machen wir hier mal eine Rast. Genau. Ich baue ein Dings, alles gut. Also, alles cool. Da ist noch ein Lurch, der Typ. Keine Ahnung, wo der ist, ist mir auch egal. Irgendwann ist auch egal, weißt du? Ja, ich habe den Bogen auf jeden Fall ready. Sehr gut. So, hier, zack. Lecker Lurche, drei lecker Lurche haben und wir haben eine Menge Fische noch am Start. Lecker Lurchfilet. Lecker Lurch vom Bäckerlurch, So. Drei Lurche, zwei Fische. Ja, Mann, ich hab ihn erwischt, den Vogel, aber von einem Meter Nähe. Guck mal, es gibt Vogel heute auch. Ein bisschen Abwechslung. Fisch, Vogel, Lurch, Mensch, das ist doch... Mm. Ja, ist da jetzt schon Weihnachten. Wir brauchen gar nicht so viel da drauf, Ding, ist eigentlich unnötig. Ja, aber dann können wir uns den Bauch mal ein bisschen vollfressen, auch wenn der Status da unten voll ist. Ich glaube, das geht trotzdem noch ein bisschen länger. Ja? Ja, dann werfe ich den auch noch drauf. Komm, dann gibt's heute auch noch hier. Wir können auch mal ein bisschen mehr essen. Wir müssen nicht immer nur das Nötigste essen. Was? Oder? Wie haben wir es wirklich so dicke? Ja, gerade auf der Insel hier, oder? Huch. Ah ja, ist draufgelegt. Könntest du hier halt wieder was snacken. Oder oh, fliegt mir ein Vogel auf den Finger. Lecker. Wie cool, dass man jetzt sieht, wenn der Vogel drauf ist. Das finde ich irgendwie cool. Ja, das ist echt lustig. So, die Fische würde ich gerne salzen und einlegen, aber das geht natürlich nicht. Was ich aber noch mache, ist ganz kurz eine Cola trinken, denn theoretisch könnten wir wieder eine neue holen. Und dann sollten wir wirklich wieder zurück ins Loch, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also, Scheiße, wir haben eine nette Exkursion. Wir haben hier oben nichts erreicht, außer, naja. Doch, das Katana haben wir geholt, Alter. Diese das Fall. Haben wir nicht hier oben bekommen, das haben wir hier unten bekommen. Ja, aber hier oben haben wir nur die halbe Rüstung verloren letzten Endes und das ist echt bitter. Das war halt auch ein Überfall. Konnten wir auch nicht. Ja, war es auch. So, was sollen wir machen? So, dann sehen wir uns wieder. Ach so, ist schon wieder soweit? Ja, ist schon wieder soweit. Alter, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. 23 Minuten oder so. Krass. Okay, ja. Dann gucken wir mal in der nächsten Folge. Wir kommen ja wieder, Freunde. Wir kommen ja wieder, keine Sorge. So, in der nächsten Folge müssen wir wieder runter in die Höhle, beziehungsweise Ach! Alter, wir haben in der Höhle noch voll die Sachen übersehen. Nee, das sind doch ein geiler Cliffhanger. Ja, gut, stimmt. Bei mir nicht mehr. Ich sehe schon eher die Kommentare. Ja. Oh, Kreuze. Oh, was ist bei dir noch? Das Flugzeugbild und da unten liegt noch ein Spielzeug. Da unten ist noch ein Spielzeug von Timmy. Oh mein Gott. Das ist von deinem Sohn. Was ist das für ein verkorkstes Kind, Mann? Ja, Alter, der spielt halt mit Sachen. Mit was für Sachen spielt der denn da? Ja, Alter, das sind so Sachen, also so Spielsets. Also über Timmy und Gronkh als Vater von Timmy reden wir dann in der nächsten Folge. Tschüss. Was immer jetzt so ein Problem ist, aber gut, man kann ja auch mal mit traditionellen Sachen spielen. Sarazar, wie das heißt. Okay, bis zur nächsten Folge. Ciao. Bitte, Papa, lass mich frei. Schnauze, du spielst jetzt mit traditionellen Sachen.